Hallo Steffen. Hallo Friederike. Herzlich willkommen zu einer erneuten Folge unseres Podcasts Was ist richtig? Der forensische Podcast. Fantastisch. Und ich sitze hier wieder einmal mit Steffen Lau. Steffen ist Chefarzt in einer stationären forensischen Klinik in der größten der Schweiz. Und Friederike ist leitende Ärztin in einem Ambulatorium. Zu dir kommen Straftäter, die auf freiem Fuß sind. Bei mir sind sie untergebracht und verbringen ihren Tag dort. Und wie das ist, kann man in einer anderen Folge nachhören. Worüber wollen wir heute reden, Steffen? Ja, wir wollten heute mal reden, wie eigentlich die Juristen mit dem umgehen, was wir eigentlich durch unsere Arbeit verhindern sollen, nämlich wenn ein Straftäter später, nachdem er uns kennengelernt hat, die Justiz kennengelernt hat, wieder eine Straftat begeht. Dieses Phänomen nennt man Rückfall. Und deswegen nennen wir unsere heutige Folge: Wann sprechen ForensikerInnen eigentlich von einem Rückfall? Genau. Wie sind wir darauf eigentlich gekommen? Also nicht, dass jetzt alle denken, ich würde nur in Kneipen rumhängen, aber es war mal wieder. Nein, Friederike. Es war mal wieder sozusagen der Stammtisch. Die Frage am Stammtisch. Und zwar so sinngemäß: Hör mal, egal was ihr macht, die werden doch alle rückfällig. Dann habe ich kurz überlegt, ob ich sowas sage wie, ja, trotzdem schön, dass es uns gibt, oder ob ich versuche, differenziert darauf zu antworten. Und dann habe ich mich eigentlich gefragt, was meinte er jetzt eigentlich mit Rückfall genau? Und wie würdest du die Frage so ganz kurz intuitiv aus dem Bauch heraus beantworten? Ja und nein. Ja, du bist wieder sehr anspruchsvoll, sehr durchdacht. Also ich sage ja spontan, nee, das stimmt nicht, weil eigentlich ist schon ganz gut, dass die meisten Straftäter oder viele Straftäter nicht rückfällig werden. Das ist sehr gut und es ist auch sehr gut, dass wir einen Anteil daran haben. Deswegen möchten wir heute über Rückfall reden. Kannst du mal versuchen zu definieren, was ein Rückfall ist? Und ich mache noch eine kleine Randbemerkung. Wir meinen kein Konsumereignis, also kein Rückfall in die Alkoholabhängigkeit oder sowas. Und wir meinen auch nicht den Rückfall in Krankheit, wenn man sozusagen eine chronische Krankheit hat, mit akuten Relapse. Genau, ein Relapse, das meinen wir nicht. Wir meinen die strafrechtliche Rückfälligkeit, Straftat nach Straftat, nach abgeurteilter Straftat. Genau, nach einem Referenzereignis oder Anlassdelikt passiert was? Eine erneute, und jetzt wird es schon schwierig. Ja. Was denn eigentlich? Man kann das ja weit fassen oder eng fassen. Also eng gefasst wäre zum Beispiel eine erneute polizeiliche Registrierung. Ja, aber im Vergleich zu etwas anderem ist es noch weiter gefasst. Also die polizeiliche Registrierung ist ja, wenn ich mal verurteilt war und dann gelange ich wieder in die Hände der Polizei, die sagen, die werfen mir jetzt wieder was vor. Ja, zum Beispiel Krach im Hause Lau, die Nachbarn verständigen die Polizei. Dann gibt es eine Beschuldigung und ich stehe da erstmal in so einem Protokoll als Beschuldigter und dann gehe ich ein in die polizeiliche, wie heißt die Statistik? Anzeige, also das ist die polizeiliche Kriminalstatistik. Genau. Und da bist du aber sozusagen nur tatverdächtig, wenn überhaupt. Und hier diese Situation schon als Rückfall zu erfassen, ist natürlich inkluiert auch falsch positive Ereignisse. Also Falschbeschuldigung oder wenn sich das Ereignis nicht beweisen lässt oder es sich als falsch herausstellt, Missverständnis oder so. Und deswegen ist diese Art der Erfassung problematisch im Hinblick auf die Unschuldsvermutung. Genau, weil unter Umständen etwas als vermeintlicher Hit, als erneute Straftat verstanden wird, was später gar nicht als Straftat abgeurteilt wird. Exactly. Andererseits, wenn man das nicht erfasst, dann entgehen einem natürlich auch Polizeieinsätze mit Grund, die zwar nicht zu einer späteren Verurteilung führen, dennoch aber zum Beispiel dissoziale Verhaltensbereitschaften oder, ich sag's mal, polytrope Delinquenz nahelegen. Was ist das denn? Das bedeutet, dass sich jemand ein breites Repertoire an kriminogenen Handlungen zugelegt hat. Also neben Dealen auch noch Trunkenheitsfahrten und Körperverletzungen oder sowas. Und wenn wir eben jetzt eine Rückfallprognose machen sollen, dann interessiert uns ja eigentlich auch diese Polytropizität. Polytropie, danke. Die würde wegfallen, wenn wir eine andere Rückfalldefinition benutzen würden, und zwar die im Sinne von Wiederverurteilungen. Also man muss sich sehr genau angucken, worauf sich auch unsere Erkenntnisse stützen, nicht?
Also du hast das, glaube ich, ganz schön anschaulich beschrieben. Wenn wir uns die polizeilichen Kontakte anschauen, haben wir ein sehr breites Spektrum, wo wir eventuell Menschen erfassen, die das, was wir untersuchen wollen, später gar nicht erfüllen. Wenn wir nur die Wiederverurteilung anschauen, sind wir vielleicht in der Situation, dass wir manche problematische Entwicklung nicht erfassen durch diese Statistik. Genau, das eine Mal legt nahe, dass man es vielleicht mit einem unbeschriebenen Blatt zu tun hätte, was so unbeschrieben nicht ist. Und bei der anderen Geschichte ist so ein bisschen die Frage, da wird ja was gewesen sein, was juristisch auch nicht so ganz einwandfrei ist. Wenn wir jetzt mal ins Schweizerische Strafgesetzbuch schauen, finden wir das Wort Rückfall eigentlich nur in einem Artikel. Ist das so? Das ist so. Ich habe das mal recherchiert, ja, für diese Folge. Und zwar in dem im Oktober 2016 erst in Kraft getretenen Artikel 66a und a bis, der ist, jetzt darfst du mal raten. Was soll ich raten? Na, wie der Artikel heißt. Weiß ich nicht. Landesverweisung. Landesverweisung krimineller AusländerInnen. Und das ist doch irgendwie spannend, dass genau in dem Artikel quasi der Rückfall definiert wird. Und er muss da auch definiert sein, denn er gilt dort als Strafschärfungsgrund für die Frage eines Landesverweises von AusländerInnen, die bereits eine Straftat begangen haben. Und dann gibt es sozusagen einen Katalog. Und wenn dann zum zweiten Mal das Delikt erfolgt, und dass so eine zu diesem Katalog gehört, dann würde das für einen Landesverweis qualifizieren. Habe ich dich richtig verstanden? Es gibt sonst in der juristischen, in Gesetzestexten der Schweiz an keiner anderen Stelle den Begriff Rückfälligkeit. Das war tatsächlich in 40er Jahren anders. Da gab es dazu einen Gesetzestext, der hat sich aber geändert und neu erst wieder seit 2016 im Landesverweisungsartikel. Weil es darin konkrete Vorschriften geben soll, damit sozusagen der Richter wenig Spielraum hat, um das sozusagen anzuordnen oder nicht anzuordnen. Ja, vielleicht auch als Signal. Ja. So, also wir beide könnten uns das ja auch mal durchlesen. Ne? Sonst war es das mit einem Job in der Schweiz. Aber die Frage, warum es woanders nicht beschrieben wird, ist ja auch interessant. Und wahrscheinlich liegt das daran, dass das mit der Rückfälligkeit eben gar nicht so einfach ist, weil man genau darüber wollen wir ja reden, was denn eigentlich Rückfälligkeit oder der Rückfall, der sich einstellt, was das bedeutet. Du hast schon angefangen, geht es nur um erneut in die ins Visier der Ermittlungsbehörden zu geraten oder geht es wirklich um das Durchleben eines erneuten Strafverfahrens mit rechtsgültiger Aburteilung? Ganz genau. Und dafür erfasst das Schweizerische Bundesamt für Statistik unter anderem die Strafurteilsstatistik und die Strafvollzugsstatistik. Und interessanterweise kommt da eine weitere Komplikation hinzu. Zum Beispiel erfassen Sie da auch, wenn bedingte Strafen oder bedingte Entlassungen widerrufen worden sind. Also nochmal für unsere Hörer, Hörerinnen, die bedingte der bedingte Strafausspruch bedeutet, mir droht die Haftstrafe, wenn ich mich nicht richtig verhalte, aber noch ist das Gericht wohlwollend mit mir und sagt, wir lassen dich noch auf freiem Fuß, dann wird wahrscheinlich eine Probezeit, meistens eine Probezeit angesetzt, aber es ist sozusagen die Abmilderung einer angedrohten Strafe. Genau, das ist dieses, ich hab dich im Blick. Und wenn man das nicht mit erfassen würde, diesen Widerruf, dann würde einem auch nochmal eine gewisse Prozentzahl durch die Lappen gehen eigentlich bei der Statistik. So einfach ist es eben also nicht. Jetzt gibt es noch zwei Begriffe, mit denen man da hantieren sollte und das sind Prävalenz und Inzidenz. Ja, also bei der einen Sache Prävalenz geht es um die Frage, ob eine bereits verurteilte Person wieder delinquiert. Und dabei ist dann wiederum tricky, dass dabei nicht gefragt wird, delinquiert sie einmal oder zehnmal. Denn das wäre ja noch schön zu wissen. Also über die kriminelle Intensität wird dabei nichts gesagt. Deswegen muss man eigentlich beide Werte in die Statistik einfließen lassen. Und was ist die Prävalenz? Das war die Prävalenz. Hast du nicht gerade von Inzidenz gesprochen? Ich habe gesagt Prävalenz und Inzidenz und dann habe ich Prävalenz erklärt. Alles klar. Dann musst du jetzt das andere noch erklären. Das mache ich. Und zwar geht es da sozusagen eigentlich um die Rückfallgeschwindigkeit und die Schwere des Verbrechens, die von einer individuellen Person begangen wird. Und wenn man beide Werte
zusammennimmt, kriegt man eigentlich ein repräsentativeres Bild von Kriminalrückfallstatistik. Ja, jetzt stelle ich dir mal eine Frage. Ja. Was denkst du denn, Steffen, Mirakel, wie ist das denn? Wann werden verurteilte Straftäterinnen rückfällig? Wann? Ja. Als jüngere Menschen, also jüngere Menschen werden eher rückfällig als ältere. Was heißt denn hier jünger und älter? Also ich habe immer mal gelernt, kriminologisch, also die jungen Leute zwischen 15 und 25 sind die Üblen. Ja. Kommt das ungefähr hin, auch nach dem Auswerten der Statistik, die du vor dir liegen hast? Ja, also wenn wir die Wiederverurteilungen innerhalb von 3 Jahren von 2014 an für Schweizerinnen und C-Ausweisträgerinnen in der Schweiz anschauen. Die Niederlassungsbewilligung, aber noch nicht die, also die letzte Vorstufe vor der Möglichkeit, sich einbürgern zu lassen. Genau. Also wenn wir die anschauen, hast du vollkommen recht. Und in dieser Gruppe gibt es auch noch eine Subgruppe, die besonders häufig rückfällig wird. Und das haben wir, glaube ich, schon in vielen Podcasten gesagt, aber ich reite sehr gerne drauf rum. Hä? Ich stehe auf dem Schlauch. Was meinst du denn? Gender mal ein bisschen. Ach so, ja natürlich. Ach so, ja. Ja, da war was, ne? Das ist übrigens auch, glaube ich, über alle Altersgruppen hinweg richtig. Nicht? Männer werden häufiger auffällig mit Straffälligkeit und auch häufiger rückfällig als Frauen. Das ist so. Das ist tatsächlich so und es ist auch sogar erstaunlich, wie groß die Diskrepanz ist. Und wenn wir jetzt das mal vom zeitlichen Rahmen aus anschauen, wann finden diese Rückfälle statt? Du hast jetzt, glaube ich, einen Beobachtungszeitraum von 3 Jahren erwähnt. Also die häufen sich eher in der Zeit am Anfang. Also ja, so beschreibe ich das. Es hat so einen Peak, wenn jemand auf freien Fuß gesetzt wird, ist eigentlich das erste bis zum zweiten Jahr ist eigentlich die problematische Zeit. Und danach gibt es einen drastischen Abfall. So, ich weiß nicht, ob sich das bestätigt in der Statistik, die du da liest. Und man kann sagen, wenn danach noch Menschen rückfällig werden, haben die doch ein richtiges Problem. Das ist dann so die genau. Kerngruppe von problematischen, ja, wie nennt man die, die Heavy User. Systemsprenger, ne? Ja, gar nicht, sondern die sprengen das System, weil sie leider das im System bleiben und viele Haftstrafen haben. Die ganz dicken Finger. Genau, ja. Schweren Jungs. Richtig. Also um hier nochmal mit Statistiken nachzulegen, die sagen, also das Bundesamt für Statistik sagt, was ja doch eine gewisse Größe hat, die Rückfallrate im ersten Jahr beträgt um die 11% über alle Gruppen hinweg, also Männer, Frauen, Altersgruppen und Straftaten, Vergehen und Verbrechen. Und danach verringert sich die Rückfallgeschwindigkeit enorm, also auf unter 2% im zweiten Jahr nach dem Referenzdelikt. Und dann steigt die Kurve nur noch sanft an, sodass die sagen, mit einer 3-jährigen Beobachtungszeit kann man eigentlich schon repräsentativ viel sagen. Und das hat mich gefreut, das zu lesen, weil unsere Prognoseinstrumente, die sind ja auf etwas längere Zeiträume sogar oft hin ausgewertet. Weil die Juristen das von uns ja möchten. Die möchten ja von uns eine lebenslange Prognose. Das müssen wir jetzt nicht ausführen. Das ist ja aber gerade so schwierig, weil das menschliche Leben ist eben von so vielen Einflussfaktoren abhängig in seiner Gestaltung, dass wir eigentlich schlecht sagen können, das, was ich jetzt sage, gilt für die nächsten 50 Jahre. Wenn ein 20-Jähriger rauskommt, der hat noch eine Lebenserwartung von über 60 Jahren vor sich. In der Schweiz. Genau. Ja. Okay. Ja. In Syrien jetzt nicht. Aber. Aber die Statistik ist ja auch für die Schweizer Verhältnisse. Und sie ist, ich denke, sie ist ähnlich dem deutschsprachigen Raum. Ja, und da sagen wir aber eigentlich immer so für 5 bis 7 Jahre. Und das bedeutet ja, dass die Zahlen auch nicht ganz unpräzise sein werden. Jetzt sag mir doch mal, was ist denn mit allgemeinem und spezifischem Rückfall gemeint? Allgemeiner Rückfall heißt, ob überhaupt eine erneute Verurteilung vorkommt oder ob eine einschlägige Verurteilung erfolgt. Also, das ist so ein schönes deutsches Wort, ne? Genau. Damit ist gemeint, ob jemand, also man kann ja zunächst verurteilt worden sein wegen eines Körperverletzungsdelikts und wenn man entlassen wird, erfasst dann die Statistik Rückfälligkeit allgemein, wenn überhaupt ein erneutes Urteil ausgesprochen wird. Und die spezifische Rückfälligkeit wäre, wenn wieder ein Körperverletzungsdelikt verurteilt wird.
Und wieso interessiert einen, ob der Rückfall allgemein oder spezifisch war? Weil es kriminologisch wahrscheinlich unterschiedliche Gruppen von Straftätern abbildet. Diejenigen, die wechseln können zwischen Straffälligkeit, das sind die du vorhin auch so schön als polytrop bezeichnet hast, oder diejenigen, die immer das Gleiche machen. Und wahrscheinlich sind die Entwicklungswege hin zu dieser Form von Straffälligkeit unterschiedlich. Ein ganz typisches Beispiel für eine monotrope Delinquenz sind sexuell deviante Sexualstraftäter, weil die eben sozusagen ihre Straffälligkeit begründet haben in dieser abweichenden Orientierung. Das heißt, die begehen immer das Gleiche, weil das ihr einziges Problem ist. Und bei gerade solchen Straftätern würde ja zum Beispiel vorbildliches Vollzugsverhalten überhaupt keine Aussagekraft haben in Bezug auf dieses spezifische Rückfallgebaren. Absolut. Das können die nämlich relativ gut. Aber wenn sie dann wieder Möglichkeit haben, drückt sozusagen die abweichende sexuelle Orientierung wieder durch. Aber die werden immer nur wieder einschlägig ist, da habe ich der Begriff wieder, spezifisch rückfällig. Jetzt kann man ja Delikte oder deliktische Rückfälle noch in Schweregraden abbilden, minderschwer, schwerwiegender oder gleich schwerwiegend. Und das finde ich insofern positiv, als dass man ja gerade bei Patienten, mit denen ich viel zu tun habe, oft schon von einer erfolgreichen Behandlung spricht, wenn die Rückfälle einfach nur noch minderschwer sind. Ja, das ist jetzt eine interessante Frage, nicht? Was ist unser Ziel? Gar nicht mehr oder ist es schon ein Erfolg, wenn es gar nicht mehr so schlimm war? Man muss sagen, natürlich ist das andere, wenn es nicht mehr so schlimm war, schon ein Erfolg, weil der gesellschaftliche Schaden ist reduziert und das ist mit eine unserer Aufgaben. Es wäre schön, wenn es gelingen würde, gar keinen Schaden mehr anzurichten, aber wenn was passiert, ist es gut, wenn der Schaden begrenzter ist. Ja, ich schreibe dann immer, die kriminelle Laufbahn hat sich abgeschwächt. Die kriminelle Laufbahn hat sich abgeschwächt, ist ja aber eine interessante Formulierung. Kann sich eine Laufbahn abschwächen? Boah. Also, wenn du irgendwann mal deinen ersten Roman vorlegst, dann werde ich akribisch auf solche Redefiguren achten. Aber Friederike, ja. Wir sind doch nun gerade mit Leuten zusammen, den Juristen, die unheimliche, ich würde fast Künstler sagen, darin, dass sie wirklich an Begrifflichkeiten feilen. Aber würdest du nicht auch sagen, eine juristische Karriere hat sich abgeschwächt, wenn jemand einfach über Jahre nicht Oberstaatsanwalt wird? Ach so. Du meinst, es gibt so einen interessanten Drive, der sich sozusagen da manifestiert und wenn man am Anfang der Karriere große Schritte macht. Ja, und die Kurve sehr steil sozusagen. Ja. Flacht sie ab, aber sie schwächt sich doch nicht ab. Gut, also ich werde darauf achten, vielleicht zu schreiben, die kriminelle Laufbahn hat sich abgeflacht, künftig. Oder die kriminelle Karriere hat sich abgeflacht, da kommen wir ja gerade her, oder? Gut. Was wir meinen ist, die Intensität der kriminellen Energie ist zurückgegangen. Gemessen an dem Ausmaß der in Straftaten zutage tretenden Schädigung. Oh Gott, war das kompliziert. Also halten wir fest, wenn es zu minderschweren Delikten kommt und das seltener, dann ist das gut. Das ist gut. Das ist gut. Erfolgskriterium. Genau. Gut. Nun, jetzt würde ich kurz aber gerne nochmal darüber reden, wie Delikte eigentlich in ihrer Schwere bemessen werden können. Denn wir haben jetzt über mittlere oder schwerwiegende Rückfälle geredet. Woran erkennt man das denn juristisch? Das ist doch ganz einfach. Am Ausmaß der Strafe, die bedroht. Es ist fantastisch, richtig. Aber nochmal für alle Hörerinnen und Hörer, wir reden hier ja von Vergehen und wir reden von Verbrechen. Und Vergehen sind in der Schweiz Delikte, die mit Freiheitsstrafen bis zu 3 Jahren oder einer Geldstrafe bedroht sind und Verbrechen alles von mehr als 3 Jahren. Und das finde ich eben auch spannend, dass man gar nicht von diesem moralischen, sagen wir mal, Beeindruckungsfaktor einhergeht, wo jetzt der Volksmund sagen würde, ja, das war schlimm, sondern man geht eigentlich von einer juristischen Zuschreibung aus. Ja, was haben wir denn noch zum Thema Rückfall zu sagen? Ich erzähle mal, was ich noch gelesen habe, ja, hier in der Statistik. Das fand ich nämlich sehr spannend.
Und zwar gibt es anscheinend auch Anlassdelikte oder Referenzdelikte, die eher dazu führen, dass man wieder verurteilt wird. Und zwar sind das Vergehen und Verbrechen gegen das Straßenverkehrsgesetz und gegen das Betäubungsmittelgesetz. Erklär unseren Hörerinnen mal, was du meinst. Ich meine einfach, wer einmal dealt, der dealt wahrscheinlich wieder, beziehungsweise wer betrunken fährt, fährt vielleicht auch wieder betrunken, wenn er den Führerausweis zurückbekommt. Das ist mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit einschlägiger, die den Richtig, genau. Findest du jetzt aber nicht so überraschend, ne? Merke ich. Ja, weil ich glaube, das liegt auch daran, dass bei beiden Deliktformen wahrscheinlich die Übertretung relativ leicht ist, weil ertappt zu werden ist sehr viel schwieriger als bei anderen Delikten. Also die Aufklärungsquote bei, also ich, die Dunkelziffer bei Straßenverkehrsdelikten mit Geschwindigkeitsüberschreitung ist ja sehr hoch, oder? Da muss ich dir recht geben, genau. Ja, und ich würde sagen, gerade bei der Sexualdelinquenz haben wir natürlich eine sehr, sehr hohe Dunkelziffer. Immer noch. Dunkelziffer, aber wenn es bekannt wird, doch auch eine relativ, na, bei Sexualdelikten muss man vorsichtig sein, weil das ist ja sehr schwierig mit dem Nachweis von manchen Delikten. Aber sagen wir mal so, Tötungsdelikte haben wir eine hohe Aufklärungsquote. Mhm. Das Dunkelfeld sehr gering, weil das Delikt als so schwer erlebt wird, dass die Mühlen halt so malen, dass relativ gut in vergleichsweise hohem Maße die Tötungsdelikte überhaupt entdeckt werden. Dass ein Tötungsdelikt in Zentraleuropa nicht entdeckt wird, ist eher unwahrscheinlich. Es gibt auch welche. Höchstens vielleicht so in Süditalien. Möchtest du noch andere? Ja, nee, machen wir auch mal eine Folge zu Klischees in der Forensik. Oh ja. Klischees in der Forensik. Aber zum Beispiel bei Diebstahlsdelikten ist ja auch das Maß von Delikten, die angezeigt werden oder auch gar abgeurteilt werden, sehr gering im Vergleich zu dem, wie häufig es vorkommt. Wir haben jetzt viel schon über das Thema Rückfall gesagt. Ich habe jetzt noch eine kleine statistische Fangfrage für dich. Oha, ja. Bin gespannt. Wenn es zu Delikten kommt, was glaubst du, wie verhält sich die Verurteilungsrate für Freiheitsentzug, also dass ein Anlassdelikt mit Freiheitsentzug geahndet wird zwischen Schweizerinnen und Ausländerinnen? Gibt es da überhaupt ein Verhältnis? Ich muss nochmal eben versuchen, deine Frage zu verstehen. Eigentlich willst du doch nur simpel fragen, wie behandelt die Schweiz Ausländer im Vergleich zu Schweizern? Strafrechtlich im Rahmen der Schwere des Urteils. Richtig. Ich würde mal tendenziell sagen, in der Urteilsstatistik bildet sich ab, dass Ausländer härter bestraft werden. Richtig. Hausnummer? Oh. Kann ich nicht sagen. 9,4 Mal. Ehrlich? Ja. Fast zehnfach schärfer. Ja, und ich sage das nur so für alle, die wie wir Immigranten sind hier in diesem Land. Seid vorsichtig. Ja, obwohl ich vorsichtig wäre, ich auch aus einem anderen Grunde, weil man sich natürlich genau angucken muss, was das ist. Ist diese Statistik gut aufbereitet, dass wirklich gleiche Delikte und gleiche Umstände des Tatverhaltens Berücksichtigung gefunden haben? Reicht so ein pauschales Ja? Ja, ich glaube dir, dass du hast dich da ja reingearbeitet. Also die haben das tatsächlich sehr gut rausgerechnet und haben auch verschiedene Aufenthaltsstatusse sozusagen zugrunde gelegt und konnten tatsächlich zeigen, also eine Präzisierung muss ich anbringen, die C-Ausweisträger gehören hier in dem Fall in die Gruppe Schweizer. Das heißt, alle, die B oder schlechter sozusagen haben, für die ist diese Rate um das Zehnfache erhöht. Ja. Ich würde sagen, damit haben wir auch unseren Antidiskriminierungsmoment ja. erledigt. Möchtest du noch was teilen zum Thema Rückfall? Ich glaube, ich würde dir gerne zum Abschluss erst nochmal eine Frage stellen zur Rückfälle. Unbedingt. Was hilft dir das denn? Du hast dich jetzt so wunderbar in diese Statistik eingearbeitet. Was hilft dir das denn jetzt in der Arbeit mit einem Straftäter? Also erstens hilft es mir, glaube ich, sehr bei der Begutachtung,
weil ich nochmal viel genauer mir Strafregisterauszüge anschauen werde, die besser abgleichen werde, auch mit den Akten der Jugendanwaltschaften. Denn nicht unbedingt erscheinen ja alle strafrechtlich relevanten Verhaltensweisen im Strafregisterauszug. Ich werde genauer mir angucken, für was gab es Widerrufe und werde, glaube ich, zum Äußersten schreiten, zumindest bei Straftäterinnen, wo ich den Eindruck habe, dass ohnehin schon ein hohes statistisches Rückfallrisiko besteht, und mir auch versuchen, Polizeiregistrierungen zu besorgen, wenn ich daraus einen Mehrwert sehe für zum Beispiel die Einschätzung, wie polytrop die Kriminalität ist oder wie oft jemand polizeilich in Erscheinung tritt. Diskutierst du dann in diesen Gutachten diese unterschiedlichen Kreise, in denen du sozusagen Auffälligkeiten feststellst? Also du darfst ja zum Beispiel, was heißt darf, du sollst ja in einem Gutachten nicht einfach, dass jemand nochmal polizeilich auffällig geworden ist, einfach sagen, das ist schon Rückfälligkeit. Das ist ja juristisch ein bisschen heikel, weil der Jurist muss das dann oder der Richter muss das dann machen, wie, welchen Wert er dem zuschreibt. Manche Vorschriften sind ganz klar, er darf nur Urteile benutzen, aber an manchen Stellen fließt sozusagen auch sowas ein. Das muss man ja sehr deutlich machen in so einer Begutachtung, worauf du dich beziehst, oder? Genau, aber das kann ich ja genau abbilden, und ich glaube nicht, dass jetzt das interessant wäre zu schreiben, es gab eine durchschnittliche Rückfälligkeit von 13,27 Vorfällen im 10-Jahres-Zeitraum oder so, sondern dass man versucht, wirklich individuell abzubilden, wie hat so eine kriminelle Karriere begonnen, hat sie begonnen oder war das wirklich so eine ausgestanzte Einzeltat, und was kann ich auch aus Polizeieinsätzen zum Beispiel über eine Art von Umtriebigkeit, von Peer Group vielleicht und auch von Referenzsystem lernen. Denn ich soll ja am Ende eigentlich deutlich machen, wo eine therapeutische Erreichbarkeit besteht, und auch deutlich machen, in welchen Umständen wir mit was für Delikten rechnen würden. Und dafür muss ich ja Szenarien im Kopf haben. Und jemand, der wirklich sehr unauffällig gewesen ist, für den habe ich ein anderes Szenario im Kopf, zum Beispiel bezüglich Strukturiertheit der Wohnsituation oder Intensität der Behandlung, als für jemanden, wo es einfach doch so ist, dass da einmal im Monat irgendwie was gewesen ist. Das heißt, du benutzt diese Erkenntnisse, die aus statistischen, aus Kriminalstatistiken, aus Strafurteilsstatistiken gewonnen werden, um erstmal so einen groben Rahmen festzulegen, aber dann zu überprüfen, ob die Schablone oder welche Bedeutung diese Erkenntnisse für den individuellen Fall haben. Genau, also ich glaube, es wäre hier ganz gefährlich, dass man aus der Statistik sofort etwas für den Einzelfall ableitet. Und deswegen versuchen wir es ja immer zweierlei zu machen. Also wir versuchen erstmal, den Straftäter einer statistischen Rückfallgruppe zuzuordnen und gucken dann wieder, wo fällt er aus der aber auch wieder raus. Ich glaube, für mich ist dieses Auseinanderdröseln von Wiederverurteilung, Wiedereinweisung, Vorstrafen aus dem Jugendstrafrecht und aus dem Erwachsenenstrafrecht nochmal wie so eine Art Scharfstellen oder Schärferstellen der Brille, durch die ich schaue. Okay. Ja, gut. Und bei dir? Ja, ich, was ich immer so schwierig finde, ist, Menschen, die mit den Job nicht so machen wie wir, so forensische Begutachtungskunde oder auch Behandlung, die denken ja immer, dass Statistik so viel hilft. Aber Statistik ist immer ein Gruppenphänomen, sind Gruppenauswertungen. Und das hilft manchmal eben nicht. Im individuellen Fall muss man halt auch mal Partei ergreifen und sagen, obwohl das so aussieht wie, ist es das nicht. Oder umgekehrt, obwohl es nicht so aussieht, ist es das doch. Also es gibt so ein ganz berühmtes Beispiel, was ich manchmal mache im Unterricht. Wenn du so ein kriminalprognostisches, risikoprognostisches Instrument an einem ganz berühmten amerikanischen Fall anwendest, dann gibt er dir so ein mittelmäßiges Risiko, obwohl du intuitiv merkst, das ist ein ganz, ganz übler Bursche, der Frauen vergewaltigt, Raubdelikte begangen hat, Menschen fast an den Tod gebracht hat und so weiter. Da kann eigentlich gar keine günstige Prognose bei rumkommen. Aber die Statistik, auf diese Statistiken gründen sich ja diese Instrumente, wirft den also mittelmäßig raus. Das ist sehr eindrucksvoll, weil in dem Fall muss man sagen, ja, aber ich würde der Statistik in diesem Fall nicht trauen. Es gibt Fälle, bei denen kann man der Statistik trauen, weil der Fall relativ idealtypisch reinpasst.
Und das ist ja unsere Arbeit auch, genau diese Zuordnung zu machen. Und unsere Arbeit ist vielleicht auch, um den Bogen zu schließen, am Stammtisch zu sagen, nö, die werden eben nicht alle rückfällig. Oder auf diese so simple Frage gibt es keine simple Antwort. Oder zu sagen, hör doch mal die Folge von Was ist richtig? Richtig. Okay. Sehr schön. Ich glaube, du hast uns heute Literatur mitgebracht. Ah, ich bin dran? Mhm. Okay. Ja, hab was. Ich möchte dir gerne vorschlagen, das Buch The German Girl von Ulrike Sterblich. Oh, oh, oh. Nee, nicht oh, oh, oh. Relativ leicht zu lesen, süffig. Es geht um auch am Rande um ein Verbrechen, nämlich um einen Arzt, der einen anderen Arzt verfolgt, weil er denkt, er verschreibt zu Unrecht Medikamente. Es geht um die Beschreibung der New Yorker Szene in den 60er Jahren, in der der Konsum von Amphetaminen an der Tagesordnung war. Und es ist ganz interessant, wie die Ulrike Sterblich die Geschichte einer jungen Frau beschreibt, die nach New York kommt als Mannequin, heutzutage würde man sagen Model, wie die in diese Szene gerät, in der das Leben bunt gemacht wird durch den Konsum von Amphetaminen, die eben zwei Ärzte verschreiben und die einem anderen Arzt in die Quere kommen und der möchte das nicht. Und die Geschichte switcht zwischen diesen beiden Positionen hin und her. Und du willst jetzt nicht spoilern? Ich will nicht spoilern. Mhm. Ich will nur sagen, wer Lust hat auf Informationen zu einer offenbar sehr spannenden Phase im letzten Jahrhundert, den 60er Jahren in New York, der soll das lesen. Macht Spaß. Ich dachte, du sagst jetzt jemand, der Spaß daran hat, mehr über Amphetamine zu erfahren. Ja, ich glaube, was man dann nach der Lektüre dieses Buches weiß, ist, warum viele Menschen das konsumieren und warum viele Menschen auch nicht mehr davon loskommen. Ja, dazu könnten wir auch mal eine Folge machen. Also, The German Girl. Vielen Dank, Steffen. Friederike, bis zum nächsten Mal. Ciao.